Wir werden steht Stau. Stau entsteht alldach ob eisen Autobahnen, sowie aber auch ob de Landstraßen, a gött in anderem Durchpannen an Accidenten ausgelöst, aber auch an dem mir alldach zu selbst Zeit mit dem Auto ob derbest fuhren oder das kann er an Schul bringen. Wie kann ich verhindern, dass ich am Stau stehe? Für nicht am Stau zu stehen, ist es wichtig, sich weil bei vielen sich an dem Auto sitzt, ich werde eventuell Probleme erscheinen, auf der Straße zu informieren. Das könnt ihr machen, indem sie regelmäßig den Traffic-Info im Radio lauscht, so wie ich auch über Depp vom RCL informiert, ob der die erscheinen auch Probleme bei den Straßen angewiesen kriegt. Welche Alternative gibt es, für komplett auf den Stau zu verzichten? Eine Alternative für mich ist nicht am Stau zu stehen, als bei gutem Wetter auf der Velo umzusteigen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit. Während dem Lockdown haben wir auch gemerkt, wie ruhig es durch den Teletravail auf der Straße gehen ist. Den Teletravail zu privilegieren wäre klar, eine weitere Alternative für meinen Stau auf unseren Hauptachsen zu haben. Wie verhindern ist, dass durch mich Stau entsteht? Es soll ihr verhindern, dass ihr selber auf der Straße am Pond fällt. Du findest es also enorm wichtig, dass ihr immer sein Auto überprüft. Der Tisch soll ihr regelmäßig seine Revisionen machen, den Urlaub überprüfen, anständig Pneuen haben und natürlich auch genug Tanko für die Strecke, die ihr zurückklären will, zu packen. Du bietest zum Beispiel die Möglichkeit, ihr Auto komplett und aus dem Diagnostikcenter überprüfen zu lassen. Wie verhalte ich mich richtig am Stau? Wenn ihr am Stau steht, hat ihr immer das Gefühl, dass es auf der Spur, wo ihr gerade nicht steht, mehr schnell vier geht, wie ob der, wo ihr sich selber befindet. Das ist aber eigentlich gar nicht der Fall. Dafür bringt es auch nichts, während dem Sinn am Stau steht, um nicht euch von einer Spur auf die andere zu wechseln. Das steigert just den Risiko von Accidenten. Wichtig ist auch, alle disponiblen Spuren so lange wie möglich zu benutzen und nur den Tirettes-System zu applizieren, wenn es von zwei Spuren auf einen Ufer geht. Weniger dein Rettungsgas gemacht. Sobald ein Stau oder Zeitfluss auf der Autobahn entsteht, ist es von enormer Wichtigkeit, dass alte Automobilisten ein Rettungsgas an der Mitte von der Straße formieren. Das ermöglicht nicht nur den Rettungsdienst, so schnell wie möglich an ihr Ziel zu gelangen, sondern auch den Depaneuren, die die accidentierten Autos aufschleifen, also somit dafür sorgen, dass die Straße mich schnell geräumt ist und der Stau sich ablässt. Denk doch daran, dass es nicht springt, wenn die Lange ein Accident fährt, viel zu gaffen oder sogar Fotos zu machen. Somit geht es noch mehr Stau provoziert und es kann ich auch mal ein bisschen in teure Spaß gehen. Bringt es mir etwas, von der Autobahn raufzufahren und auf Alternativen auszuweichen? Von der Autobahn raufzufahren, sobald Stau entsteht, ist eine Alternative, die leider oft benutzt wird. Allerdings ist das auch nicht mehr so lange sinnvoll, wie sich nicht mehr ein paar Leute dafür dezidieren. Sobald aber mehr Gefühle auf Alternativstraßen ausweichen, entsteht dort dasselbe Problem wie auf der Autobahn, weil die Landstraßen für die Kapazitäten von Autos nicht ausgelöst sind und dadurch entsteht weiterer Stau.